Filmaufnahmen von Vaterreihen in Urgroßmutters Zeiten. Jener berühmten Strecke zwischen den rheinischen Metropolen Köln, Bonn, Koblenz und Mainz. Willkommen zu einer Filmreise in das alte Rheinland, die mehr als 100 Jahre zurückreicht. Sie führt uns in eine Landschaft fantastisch wie im Märchen. Der mächtige Fluss, eingerahmt von Steilhängen, überragt von der größten Dichte an Ritterburgen weltweit, mit idyllischen Städtchen und mit Weinbergen, soweit das Auge reicht. Und erst die Töchter des Rheins, als Werbemotiv am liebsten versunken in der Traube, die Illusion vom süßen Leben am Rhein schlechthin. Die exotische Mischung hat Generationen von Dichtern, Sängern und Malern entzückt. Am Ende des 19. Jahrhunderts sind es Filmkameramänner aus ganz Europa, die die Landschaft und das Leben am Fluss zum ersten Mal in bewegten Bildern festhalten. Die Filmszenen bezeugen den Reichtum, den der große Fluss in sich trägt wie ein Gottesgeschenk. Wir begegnen Fischern mit vollen Netzen und Wäscherinnen mit beeindruckender Waschkraft. Im Sommer ist der Rhein ein Muss für Schwimmer und im Winter ein Spielplatz für Alt und Jung. Als Wasserstraße ist der Rhein eine nie versiegende Kraftquelle. Auf dem Strom treffen sich Generationen an Schiffstypen, von gigantischen Flößen bis zu den stählernen Riesen der Dampfschiff-Ära, Motor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Als Ausflugsdampfer tragen die Schiffe Millionen Menschen in die zuvor nahezu unzugänglichen Orte und begründen den ersten Massentourismus weltweit. Doch die Idylle ist trügerisch. Die Ritterburgen wurden keineswegs als Touristenattraktion errichtet, sondern bezeugen das Schicksal des Rheinlands als beispielloser Zankapfel der Geschichte. Wenn Europas Mächtige sich streiten, dann kreuzen sie am Rhein die Klingen. Das frühe 20. Jahrhundert macht da keine Ausnahme. An den Ufern des Rheins stehen die Siegermächte des Ersten Weltkrieges. Das Rheinland wird von gut 100.000 fremden Soldaten kontrolliert, als Faustpfand, damit Deutschland seine Kriegsschulden bezahlt. Doch die Epoche der sogenannten Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich reicht auf diesen Bildern auch in die Zukunft. Und das Rheinland liegt als Spielball weiterhin unentrinnbar in der Mitte. All dies, die Schönheit, das Spektakuläre und die Tragik, wird in den ältesten Filmaufnahmen, die es vom Rhein gibt, wieder lebendig. Folgen wir also dem Ruf der Lorelei, dem größten aller Sehnsuchtsorte am Rhein. Gegen den Strom von Köln aus und stromabwärts von Mainz brechen wir auf zu einer Reise in das alte Rheinland in kolorierten Filmaufnahmen.